Schegedes, Leute, zum ersten Mal aus der neuen Wohnung. Begrüßt euch. Farewell, ganz, ja, mit deinem, ich gebe zu, mit einer sehr unregelmäßigen Uploadrate. Das hat einfach damit zu tun, dass ich in den letzten Tagen sehr viel Scheiße zu tun habe. Und es tut mir wirklich leid, aber ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Jedenfalls, haben wir im letzten Part Vanilla, ach ja, übrigens, das hier ist Let's Play Rollercoaster Tycoon 3, ne? Begrüßung nochmal abschließen. Naja, im letzten Part haben wir Vanilla Hills soweit fertig gemacht. Ich werde mich jetzt entschließen, immer bis Unternehmer zu spielen. Nicht bis Tycoon, weil das doch wirklich arg lange dauert. Allerdings werden wir uns jetzt, halt weil wir im letzten Part Unternehmer erreicht haben, glaube ich, haben wir Unternehmer erreicht? Naja, jedenfalls machen wir was Neues. Also Gold Rush, jetzt bis Unternehmer. Das ist das nächste Szenario. Ich habe es noch nie gespielt. Ich bin sehr aufgeregt. Lass uns doch mal Gold Rush spielen. Joa. Ja, also warum kommen so wenig Videos? Das möchte ich nochmal ganz kurz klären. Ganz einfach, ich hatte jetzt in der letzten Zeit Examen, wirklich harte Dinger. Und ferner habe ich halt einigen Leuten noch beim Umzug geholfen. Ich bin selber umgezogen und das spielt einfach alles so, ja, zusammen. Und tut mir einfach leid, wenn nicht so viel kommen kann, weil ich einfach, ich habe wirklich keine Zeit, Leute. Es tut mir so leid. Schöner ist dann allerdings, dass ihr mir halt immer noch die Stange haltet. Oh ja, ihr haltet mir die Stange, Bitches. Seid dann mein kleiner Bitches, ihr haltet mir alle die Stange. Lasst mal. Jedenfalls. Okay, jetzt ist Rollercoaster Tycoon gerade ein bisschen. Naja, okay, jetzt geht's weiter. Jedenfalls. Schön jedenfalls, dass ihr noch dabei seid. Und es ist sehr wichtig, dass es Leute wie euch gibt, die halt auch über längere Durchstrecken noch dabei sind. Finde ich wirklich schön. Und jetzt geht's hier in Gold Rush. Oder Goldrausch. Willkommen in Goldrausch. Jetzt ist Ihre Gelegenheit, um Geld zu machen. Nutzen Sie dieses instabile, verlassene Bergkorbogit. Moment mal, instabil? Naja. Um dort niedrige Achterbahnen aufzubauen. Mit der Zeit müssen Ihre Bahnen für Adrenalinschübe sorgen, um die geringe Höhe auszugleichen und somit für hohe Besucherzahlen zu sorgen. Wow, Anfänger, Mindesterregung 3, yeah, Erektion 2 Bahnen, Mindestlänge 305 Meter, gesamte monatliche Bahneinnahmen 300 Dollar. Gut, für Unternehmen müssen wir ein Darlehen zurückzahlen und die gesamtlichen monatlichen Bahneinnahmen 500 Dollar betragen lassen. Ich werde mal ganz kurz nochmal hier eben in den Optionen was gucken. Ja, genau, da gab es nämlich ein kleines Problemchen. Scheiße. Weil ich nämlich, das ist 15 zu 9, aber ich will 16 zu 9. Ach, das ist doof. Tja, das. Das ist scheiße. Warum gibt es denn kein 16 zu 9? Warum gibt es denn nur 15 zu 9? Naja, gut. Jetzt habt ihr es jedenfalls gesehen. Also, nur 15 zu 9, Freunde. Gut. Jetzt sind wir mal in Gold Rush. Mal gucken, was es hier so Schönes für uns gibt. Mal gucken. Gut, das Ding ist dicht. Ich verstehe nicht warum. Machen wir es erstmal auf. Was ist denn das hier? Dynamitgefahr. Das ist ein ganz gefährliches Dynamit. Dann haben wir hier so ein Freefall Tower. Okay. Was machen wir denn hier? 2 Euro. Jupp. Alter, ruckelt ja ein bisschen. Ich weiß ja gar nicht, was da los ist. Hier auch 2 Euro. Ist das Ding auch zu? Jo. Tja, dann machen wir das doch auch mal auf. Was ist denn hier los? Wir haben 12.000, um mit anzufangen. Das ist gut viel. So ein kleines Stationsteil. Alter, was ist denn hier mit der Kamera los? Was soll denn das? Naja, ist ja nicht so schlimm. Also hier würde ich einfach mal sagen, hier fahren wir einfach mal direkt mit. Warum auch nicht? Auf jeden Fall schon mal coole Musik. Und wir werden uns da gleich richtig, richtig den Kopf stoßen, wie ich das so sehe. Da, da, da. Oh, jetzt geht's los. Und bam mit dem und in die Fresse. So sieht's aus. Aber ist doch schon mal eine ganz schöne Achterbahn. So, auf jeden Fall besser als dieses scheiß Flugzeugding, was wir im letzten hatten. Alter, da gibt's ja noch mehr Westernhäuser. Es geht noch richtig. Oh, jetzt geht's los. Yeah, das ist richtig geil. Also es ist schon mal keine schlechte Achterbahn, möchte ich sagen. Ja, da geht euch richtig, da müsst ihr richtig pinkeln, müsst ihr doch, oder? Jawohl. Aber es ist, ja, bisschen langsam teilweise. Naja. Ach, naja. Das geht aber. War's das schon? Ach, nö. Noch ein bisschen. Ach, nö. Ah, ist nicht schlecht.
Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also da habe ich schon mal schlechtere Achterbahn. Alter, die Kamera geht mir gerade. Tut mir leid, Leute. Irgendwas ist gerade ein bisschen mit der Kamera im Arsch. Neue Attraktion Root Beer. Okay. Naja, also erstmal müssen wir die Leute ein bisschen länger im Park halten. Und dazu nehmen wir uns erstmal Toiletten und die machen wir jetzt auch direkt auf. So. Dann werden wir. Gut, also da stellen sich trotz des hohen Preises. Naja, warte mal, wenn wir den Preis ein bisschen runterschrauben. So. So. Machen wir zwar weniger pro Stunde, aber da werden da auch mehr Leute mitfahren. So, haben wir überhaupt Mechaniker eingestellt? Haben wir Personal? Parkinspektor. Nö. Stellen wir erstmal einen Mechaniker ein. Und dann stellen wir noch einen Saubermensch ein. Moment, musst du auch auftauchen. So, Dude, du kommst jetzt erstmal her. Du brauchst keine Beete gießen, glaube ich, weil wir ziemlich wenig Beete haben, um ehrlich zu sein. Oh, komm mal her. Du wirst hier wahrscheinlich viel putzen müssen. So, das ist dein Aufgabenbereich. Ja, alles klar. Ich nenne wir mal Bob. Reinigungskraft Bob. So. Und wir stellen noch einen zweiten Reinigungskraft. Ups. Stellen noch eine zweite Reinigungskraft ein, die wir einfach den Rest machen lassen. Gut. So ist gut. Dann haben wir den Park erstmal schon mal zum Laufen gebracht. Die Zäune. Okay, die kriegen wir einfach so weg. Den Kram. Gut, hier können wir noch mal ein bisschen Geld freimachen. Denn wir wollen hier fix unsere Parkziele erfüllen. Ja, scheiß ein bisschen auf die Thematisierung, würde ich sagen. Wir brauchen hier. Brauchen Achterbahn. So. Es war auch einfach sehr leise, oder? Also ich. Habe ich einfach so. Es ist ein sehr leises Spiel, muss ich sagen. Mal gucken. Achterbahn, was haben wir denn hier? Ach du Scheiße, haben wir viel Kram. So, also eine Minenachterbahn haben wir ja schon mal. Das ist ja schon mal ziemlich gut. So. Haben wir denn auch schon mal den Ballonstand? Nee, aber wir haben Westernhüte. Guck mal, Westernhüte. Westernhüte, das war ganz was Feines. Guck mal. Alter, wie drehe ich denn nochmal? Hä? Ging das nicht so? Ach da. Puh, Entschuldigung. Westernhüte, das war ganz was Feines. Guck mal, Cowboy-Hut kostet 2 Euro. 2 Euro für einen Cowboy-Hut ist auch eigentlich kein Geld, ne? Ein Waschbärenhut. Schön. Wollen wir mal gucken. Gut, hier stellen sich die Leute immer noch Minenmission. Die Minenmission. Gut, der Reinigungskraft, die fegt da ganz kräftig. Dann wollen wir auch mal hoffen, dass Dynamitgefahr. Ey, diese Namen sind einfach so schlecht. Gut, dann wollen wir noch mal hoffen, dass sich hier die Leute ein bisschen wohlfühlen. Vielleicht haben wir jetzt auch endlich mal Tag-Nacht-Wechsel. Warte mal, kann ich vielleicht mal das Händchen aktivieren irgendwie? Nee, na, das muss ich so machen. So. Erstmal ein bisschen Platz machen. So. Das sieht nicht sonderlich eben aus, aber das soll mich nicht weiter stören. Gigabahn ist viel zu teuer. Mini-Achterbahn. Erstmal eine Mini-Achterbahn gucken. So. Komm hier. Wenn wir den Wartebereich erstmal in die Richtung ausbauen. So. Wenn wir jetzt. Oha. Moment, das müssen wir ein bisschen anders machen. Wir müssen hier dann nämlich direkt den Lift Hill. So. Wenn wir jetzt die Achterbahn sich da ein bisschen lang schnörkeln lassen. So. So, dann geht es hier jetzt nämlich runter. Einmal so. Dann wird sie da wieder gerade. Wir müssen ganz kurz Meter einstellen. So. Es müsste eigentlich gehen. Oh ja, das sieht gut aus. Es müsste eigentlich gehen, wenn wir sie gleichzeitig mal testen lassen. So. Hoch und so und wieder so. Wie viel Geld haben wir noch? Ach ja, war bisher nicht so teuer. Ja, sieht gut aus. Gut.
Mal versuchen, ein bisschen weniger hochzukriegen. So. Also, ich versuche jetzt bei dieser Achterbahn irgendwie, ja, möglichst preisgünstig eigentlich ein bisschen Erregungswertung zu fahren. Okay, konnte da nicht platziert werden. Ach so, da hört unser Park auf. Naja. Gut, warte mal, dann versuchen wir es mal so. So, über die Seite. So, versuchen wir da gleich mal ranzukommen. So. Vielleicht eine große Spirale. Ja. Naja. Das sieht ja arg unrealistisch aus eigentlich, ne? Naja, okay. Warte mal. Nehmen wir mal eine große Spirale. Nehmen wir weiterhin eine große Spirale. Lassen die hier so ein bisschen auslaufen. Und das funktioniert. Das ist ja schon mal hervorragend. So. Dann holen wir den Scheiß nochmal weg. Und, nein. Bauen dahin und dann so. Okay. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und hier erstmal so ein paar. Aha. Das ist sehr interessant. Wie hoch sind die denn? Ach. Ach, halt doch die Fresse. Ach, halt doch die Fresse. So. Muss mir da mal ganz kurz einen Kettenlift dran setzen. Was? Wart mal. Ach, scheiße. Ja, das passiert manchmal. Jetzt sind wir nämlich auf zwei unterschiedlichen Höhen, weil ich hier ein bisschen wahrscheinlich zu viel rumgefuckt habe. Ja, ich habe zu viel rumgefuckt. Was ist das denn jetzt? Weg damit. So. Da ist die Lösung nicht ganz so elegant tatsächlich, aber ich hoffe, da kommen wir auf dem. Ah ja, jetzt sind wir auf derselben Höhe. Seht ihr? Jetzt sind wir da nämlich auf 4,50 m. Das ist sehr gut. Mal, da müssen wir den ein bisschen langweilig auslaufen lassen. Das ist ein bisschen doof. Naja. Was willst du machen, ne? Alles für die Kids. Wir machen sowieso alles für die Kids. So. Boah, wenn das jetzt genau passt, ne, dann bin ich absolut der Held. Ich bin so ein Held. Guckt euch die Scheiße mal an. So. Mal ganz kurz gucken. Wir müssen noch die. Ja, es ist kein Krokodil, es ist keine Rakete, es ist das. Wagen pro Zug sind halt mehr. So, jetzt probiere ich hier mal was ganz Geckiges. Ich probiere hier nämlich Blockbremsen einzubauen. Aber gut, ich versuche es einfach nicht. Warum auch, ne? So, ich will diesen Wagen haben. So, und dann fährt ihr mal alleine dadurch. Das ist gut. Gut, dann fahren wir einfach mal mit. Oh nein, wir machen den. Stopp. Moment. Die Mitfahrt kriegt ihr im nächsten Part von Let's Play Rollercoaster Tycoon 3 zu sehen, denn wir haben uns jetzt eine ziemlich coole Achterbahn gebaut. Ja, und ich freue mich dann, wenn ihr euch auf den nächsten Part freut. Aha! Bis dann, Leute. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir treu, ne? Wie gesagt. Also, bis dann und tschüssen Dösen.